So, liebe Leute, jetzt sind wir mal wieder am Untersberg, am Fuße des Untersbergs. Das ist auf der Nordseite entlang der Straße. Da legen Leute ab und zu mal was hier. Wie hier zum Beispiel. Wozu der Platz wohl früher mal gedient hat hier, als Ritualsplatz wahrscheinlich. Der Stein schaut auf jeden Fall markant aus. Hier vergeht die Zeit eventuell auch schneller oder langsamer, je nachdem. Müsste man mal genauer untersuchen. Das ist auf jeden Fall die berühmt-berüchtigte Nordseite mit Anomalie. Schwer zu sagen, was sich dafür ereignet. So, jetzt kommen wir zu der schrägen Wand, wo was eingeschnitten ist, als hätten sie das neiglasert. Aber vielleicht gibt es da auch eine Technik, mit der man das maschinell machen kann. Das Stück weiter vorne ist ja ein Steinbruch, wo es Untersberger Marmor verarbeiten. Hier so eine runde Ausbuchtung. Warum ist das hier wohl so gemacht haben? Hier ist die Kante und dann so eine runde Ausbuchtung. Hier ist die Kante. Dann versucht reinzuhämmern, ist aber nicht weit gekommen. Wow. So, für mich geht's wieder zurück. Auf zum nächsten Abenteuer. Boah, hier muss man aufpassen, wo man hintritt.
So. Der Stein ist auch ziemlich groß und markant. Da waren einst die Riesen. Könnte man so deuten. Die haben riesige Steine umeinander geschmissen. Und deswegen schaut es so aus, vielleicht. Und die Templer waren ja hier am Fuße des Untersberges. Da schauen wir später dann nur hier. So, ich bin hier über die Klamm von der anderen Seite da muss man direkt schauen, wo man hier geht, wo man hier tritt bei dem Gefälle. Und das Bergmuschel. So, jetzt bin ich bei meiner Höhle angelangt. Hier im wirklich unwegsamen Gelände.
aber leider geht es da nicht sehr tief hinein. Das ist eigentlich ein Unterschlupf für einen Zwerg. Auf jeden Fall interessant, ich habe es mir viel größer vorgestellt, aber aus der Ferne kann man das immer schwer sagen. Nun gut, jetzt wissen wir das auch und können getrost wieder zurückgehen.
So, diese Ruinen hier sind auch am Fuße des Untersberges auf der Nordseite. Wo die sich jetzt genau befinden, möchte ich jetzt mal lieber nicht sagen. Aber hier dieser mysteriöse Eingang, natürlich schon auch sehr speziell. Ist leider unter Wasser, auch drinnen. Steht unter Wasser. Auf jeden Fall interessant. Hat vielleicht mal was mit Wasser auch zu tun gehabt. Aber wozu das hier gedient haben soll, dieser Tunnel, was am Anfang ausschaut wie ein Tunnel, aber muss wohl doch zu was anderem gedient haben. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob es da was Besonderes gibt. Okay, da geht es gar nicht weiter. Und hier sind da Steindeln. Ob es hier mal weitergegangen ist und es zugemacht worden ist, das ist die Frage. Oder wozu hat das mal gedient? Auf jeden Fall interessant, interessant. Da ist sogar eine Bank zum Hinhocken. Und da unten, da haben wir noch gar nicht geschaut, ob da noch was ist. Nochmal ein Schwenker hier rüber. Vor allem wie die Bäume da gewachsen sind. Hier direkt an der Wand von diesem Gebilde. Und der Baum hier. Wow. Also es muss schon sehr, sehr, sehr alt sein, da die Bäume direkt reingewachsen sind. Ist auch eine alte Konstruktion hier. Interessant, interessant auf jeden Fall. Da muss ich direkt mal recherchieren, was der andere noch darüber rausgefunden haben. Wozu das jetzt wohl gedient haben soll. Weil es wird ja nichts umsonst gemacht. Umsonst ist nicht einmal der Tod, sagt man. So, da sind wir schon an dem Gemäuer. Und es erstreckt sich bis da hinauf. Also da geht es einen Hang auf. Und sogar da ist die Mauer. Da oben wachsen die Bäume auf der Mauer. Die Frage, wie die Wurzeln dann da
wie der Baum das überhaupt schafft oder überlebt. Aber das ist ein Mysterium hier am Untersberg. Viele Sachen. Weil hier geht es jetzt schon mal relativ steil hinauf. Aber die Mauer ist immer noch da. Das sind also die Überreste davon. Jetzt geht es nämlich schon ziemlich steil hier hinauf. Und da vorne, wenn man schaut, ist ja die Mauer noch relativ, noch ziemlich hoch. Da schauen wir jetzt noch mal ein Stück rauf. So, jetzt haben wir noch weiter auf. Steillage. Wow. Und aus unerklärlichen Gründen in dieser Steillage eine alte Mauer. Unglaublich. Und da oben endet sie. Irgendwann endet alles mal. Sogar das Leben. Ja, aber in Wirklichkeit ist das Leben unendlich. Und der Tod eine Illusion. Wow. So steil geht's da runter. Hier ist das sogenannte Ende dieser Mauer. So, da ist wieder ein Baum, der oben wächst. Und die alte Mauer. Kann natürlich auch eine Wehrmauer gewesen sein, um was abzuwehren, um ein Dorf oder eine Gemeinde, ja, wie gesagt, um ein wenig Sicherheit zu haben. Muss aber ziemlich alt sein, die ganze Nummer hier, also so wie mir das da ausschaut. Okay. Alte Stufen hinauf zur sogenannten Geisterstadt. Ein Tischchen deckt dich. Und hier sind wieder diese mysteriösen Gleise. Da ist natürlich abgesperrt, wie so oft. Und hier auch irgendeine sonderbare Vorrichtung. Und hier ist die uralte Hängebrücke. Wenn man es erkennt. Also ich weiß nicht, da möchte ich nicht mehr rübergehen. Unter keinen Umständen.